Ich habe jetzt gerade mal übersprungen. Da kommen sie. Der richtige ist eh der. Ich habe das Ziel gefunden. Ist ja nicht so schwer, einfach alle zu markieren. Ja, dann wollen wir nochmal abwarten, ne? Dann sind wir mal geduldig, würde ich mal behaupten. Oder bewerfen wir die mit Stein? Töten wir erst die an? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Nee, das war richtig. Töte den Offizier, wenn er die Informationen erhalten hat. Ja, dann müssen wir warten, bis er die Informationen erhält. Auch wenn ich dachte, es wäre bereits geschehen. Aber offensichtlich nicht. Das wissen wir schon. Ah ja. So, damit ich das nicht nochmal machen muss. Ich will gerade mal was versuchen. Und der eine ist vorhin zumindest woanders hingelaufen. Das ist schlaues. Ich muss auf jeden Fall den in der Mitte killen, aber ich weiß nicht wann, wieso und wie. Der geht da rein, okay. Holt sich die Informationen. Stehe. In der Zeit kann ich den vielleicht töten. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Alles klar. Ich darf also gar keinen von denen töten. Ich habe es zumindest versucht. Man kann ja nie wissen, ne? Man kann ja nie wissen. Ich komme mal hier runter. Ich vielleicht einen besseren... Na, ne, bleiben wir hier oben. Der geht ja jetzt in die Hütte. Die Tür auf. Ja, der geht da lang, der geht da lang. Die sind alle gleich ganz woanders. Und der geht da jetzt rein. Sammelt irgendwelche Dinge. Waren wir da nicht auch schon mal drin? Ne, wir haben die Tür nicht aufgekriegt. So, jetzt müsste er die Information aber haben, ne? Eigentlich. Töte den Offizier. Okay. Lasse seinen Tod wie einen Unfall aussehen. Ach du heiliges bisschen. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn das bitte anstellen? Okay, warte mal. Jetzt werde ich erstmal einmal speichern und erstmal gucken, ob ich die töten darf. Na komm, wo bleibt meine... Geht das? Das geht, okay. Das ist erlaubt. Alles klar. Schon mal ein Problem weniger, dann kann ich die schon mal auslöschen. Den anderen kann ich... Scheiße, er hat mich gesehen. Okay. Das war dumm. Das geht also auf jeden Fall schon mal nicht. Das hatten wir gerade schon, das machen wir nochmal. Zack. Ich bin befördert worden. Wunderbar. Klettern wir mal hoch. Wir sehen vielleicht von hier aus sehen. Das sieht, glaube ich, gut aus. Den sehen wir, glaube ich, von hier. Jawohl, tun wir. Jetzt müssen wir nur noch auf ein Flugzeug warten. Auf ein dickes, kleines Flugzeug. Auch wenn hier gerade Nebel ist, aber ist egal. Hört er eins? Hört er eins? Ich höre eins. Und ich sehe. Ich sehe auch, wie die Kugel fliegt. Und der Ton überdeckt wird. Und genau zwischen die Augen. Nein, in die Stirn, nicht zwischen die Augen. Okay. Attentat. 145 XP. Alles klar. So, wie kann ich den jetzt wie einen Unfall aussehen lassen? Den Tod von dem Typen da hinten? Ist mir gerade ein Rätsel. Also, wollen wir das mal speichern und gucken. So. Sergeant, 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 Sergeant. Der läuft einmal hier durch die Stadt, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir können ihn auf der anderen Seite abfangen.
Weil mehr Konkurrenz haben wir ja nicht, weil alle anderen sind bereits tot. Das heißt, ich könnte hier durch. Hier ist ja keiner mehr. Der läuft genau in die Richtung. Lasse seinen Tod wie ein Unfall aussehen. Ja, und wie bitte? Vielleicht mit einer Stolpermine. So, das haben wir zumindest schon mal. Da ist zumindest schon mal eine Mine. Ob die uns was bringt und ob die richtig ist, kann ich nicht sagen. Wir können den aber auch einfach mal abballern, theoretisch. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich auch noch nicht. Ich bin auch noch nicht so wirklich sicher, ob das schlau ist. Kommt der denn hier hin oder bleibt er da hinten? Und wenn ja, warum bleibt er da hinten? Was gibt's da hinten Tolles? Ihn da hinten hält. Warum kommt der nicht hier hin? Ist da tatsächlich... Ah, ich weiß wie. Habe ich nicht vorhin... Nicht vorhin. Habe ich nicht in einer der Folgen hier noch Assassin's Creed mäßig... ne, von wegen, normalerweise könnte man das Ding jetzt sabotieren, dann würde es dem auf den Kopf fallen. Habe ich das nicht noch erzählt? Und jetzt muss ich genau das tun. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich speichere mal einen anderen Spielstand. Weil eventuell muss ich vor dem da sein. Das wäre dann fatal. So, ich weiß ja, was ich machen muss. Ich weiß nur nicht, wie ich es machen muss. Ich muss das Ding irgendwie kaputt machen. Vielleicht bin ich hier sichtbar. Granate werfen? Na, probieren wir mal mit der Granate gleich. Weißt du, was kann ich jetzt mal versuchen? Ist aber egal. Geht auch mit einer Granate. Hätte besser aufpassen sollen. Kommt der denn her? Ich habe nur noch wenig Munition. Frage ich mich gerade. Von der, wo man herkommt. Der war doch gerade gar nicht da. Wie kommt der von mir her? Verarsche. Da ist der auf einmal da gewesen. Einmal auf den nächsten Moment. Wie von Zauberhand. Ah, guck mal, ich habe Landminen bekommen. So, da können wir den einen durchsuchen und den anderen und dann müssten wir es eigentlich, glaube ich, haben, ne? Richtig sehr. Suchen wir erstmal den durch. Ah, Veron-Munition, sehr gut. Für alle Fälle. Und ich muss den durchsuchen. Ich weiß noch nicht, wie ich da dran komme. Vielleicht von hier. Ja, doch. Was? Was? Was war das denn? Was war das? Was war das? Warum bin ich jetzt... Hä? Wer? Wann? Wo? Warum? Was? Wann? Wo? Wer hat mich jetzt getötet? Ohne Scheiß. Wer? Da war doch niemand. Vor allem mit einem Schuss. So ein Scharfschütze da hinten noch. Kann ja wohl sein. Okay, so. Versuchen wir das nochmal. Ich speichere nochmal an dieser Stelle. Ich kann ja jetzt hier an der Stelle wieder speichern, oder? Ja, ja, komm. Ich speichere nochmal an einer neuen Stelle. Für alle Fälle. Nur nicht nachlässig werden. Und tschüss. Das hat aber nicht funktioniert, glaube ich.
Oder? Ist das jetzt trotzdem geschafft? Hä, ich hab den doch gerade. Hat doch gerade funktioniert. Warum geht das jetzt nicht? Ach, scheiße. Ich brauch doch die Handgranate. Das ist immer noch falsch. Wieso hat das denn gerade funktioniert? Verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Komisch. I don't understand. Gehe ich jetzt hin? Ich komme, ich versuch's mal. Ich sehe nichts und niemanden, der mich töten könnte. Gerade im Moment. Ist auch niemand? War einfach nur ein Bug? Kann das sein, dass es einfach nur ein Bug war? Einfach nur ein Backwaren. Gucken wir mal. Jetzt geht's, anscheinend. Naja. Gute Fortschritte. Das Projekt geht wie geplant voran. Die Versorgungsgüter werden bereits zur Stellung der Wunderwaffe transportiert. Ich werde folgen, um die Produktion höchstpersönlich zu beaufsichtigen. Ich kann niemandem trauen. Alles muss genau nach Plan und mit höchster Effizienz laufen, wie eine gut geölte Maschine. Oh, fuck. Nee, nicht wirklich, ne? Wollen die mich verarschen? Zerstöre den Panzer. Wollen die mich verarschen? Da kam der sich wirklich noch ein Panzer raus. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht habe ich Glück. Nachdem, wo der lang fährt. Aber der fährt wahrscheinlich in die andere Richtung. Oder? Ach, ich muss da lang. Scheiße, der wartet da auf mich. Ist ja noch schlimmer. Kacke. Der wartet da auf mich. Boah, wie fies ist das denn? Boah, ist das gemein. Was soll ich das denn machen? Jetzt wartet da ein Panzer auf mich. Scheiße, ey. Ich wollte eigentlich gerade Ende machen. Naja. Gibt's wohl noch eine Folge hier nach? Wie kommen wir jetzt hier dran vorbei? Mit diesem ollen Panzer. Bewegt er sich? Der bewegt sich keinen Meter. Arsch, ey. Der bewegt sich wohl. Der bewegt sich wohl. Aber nur hier in dem Gebiet oder auch woanders? Fährt hier wahrscheinlich nur im Kreis, ne? Da können wir die Gelegenheit ja mal nutzen. Wenn wir uns allzu doof angestellt haben, müssen wir es gleich Rums machen.
Was? What is happening? What happened? Achso, der kann nicht mehr weiterfahren, ne? Kann das sein? Deswegen Panzerschreck. Gucken wir mal. Ups. Versuchen wir es mal hier mit lieber. Das wird dir nicht gelingen. Gniehihi. Da fliegt alles in die Luft. Hahaha, schön. Behalte den im Auge. Hier ist niemand mehr, den man im Auge behalten könnte. Also die... Toll, ist sie verschwunden. Das mit der Mine hat aber besser geklappt. Als erwartet, ey. Dann lass mal schnell raus hier, ey. Lass mal schnell abhauen. Dann haben wir das nämlich endlich mal beendet hier. Das ging doch besser als erwartet. So, und weg. Gott sei Dank. Oh, crap. Ah, geht noch weiter. Gibt's noch nicht. Hab ich einen? Boah, mit einem Schuss außen. Krass. Da ist auch noch einer. Scheiße, ich treffe den nicht. Mann. War der mich? Mann, komm schon. Atme doch, du Arsch. Atme, atme. Jawohl, geht doch. Meine Güte. Lange genug gedauert. Volles Sniper-Angriff hier. Kann ich jetzt hier weg? Endlich mal? Oh, ich glaube ja. Mein Gott. Ich würde sagen, dann sind wir quitt. Nicht wahr? Wenn Sie das sagen. Tja, von wegen quitt. Hier ist keiner quitt. In letzter Sekunde habe ich Errungenschaft freigeschaltet. So, ich bin auf jeden Fall schon mal Level 13. Das haben wir ja schon gesehen. Sergeant Mark II. So, was haben wir noch Schönes bekommen? Wie viele Punkte? Noch nicht viele. Von wie viel haben wir bis zu 24.000? Sniper Elite Bonus 200. Scharfschützen ist 100. Waffenteile 50. Scharfschützen erst 100. Oh, ich dachte, wir schaffen noch die 22.000. Aber wir haben alle Objectives, keinen Weitschuss leider. Aber immerhin, hey, 3 Scharfschützennester und 3 optionale Ziele und 6 von 9 Kriegstagebüchern. Also, ne, ich finde, die ist schon nicht schlecht gewesen. Aus Walls Notizbuch geht der Standort seines persönlichen Hauptquartiers hervor. Ein Außenposten an einem Gebirgspass. Aufklärungsmissionen ergaben, dass hier eine größere Einheit stationiert ist. Und die zerstörten Panzer deuten auf eine Tiger-Division hin. Walen muss paranoid sein, was die Sicherheit betrifft. Zu Recht, vermutlich. Nach dem Verrat in Siva. Obwohl es die Sache noch komplizierter macht, in sein Hauptquartier vorzudringen und ihn ausfindig zu machen. Er hat sich in den Ruinen eines uralten Monuments im Bergmassiv niedergelassen. Ich muss mich langsam durch den offenen Pass bewegen. Mein Gewehr wird sich über mangelnden Einsatz nicht beklagen können. Es wäre gut, ein paar Landminen einzupacken. Und vielleicht kann Brauer Ziele für mich ausmachen. Er hat einen guten Blick dafür, wo Ärger drohen könnte. Okay, wie auch immer das jetzt geht. Skasserinpass. Und ich gehe einmal neue Gegenstände hier. Bewaffnung. Die müssen wir mal eben ändern. So, bearbeiten. Was haben wir denn da? Zielfernrohr haben wir neu. Ich habe Fadenkreuzen neues. Deutsch 1A fein, aber wir bleiben beim Langstreckenduplex. Und wir können unser Gewehr anpassen. Ich habe ein neues Zielfernrohr, nämlich das Gebläute ist noch ein bisschen besser. Und die Mechanik ist nämlich noch ein bisschen besser, die modifizierte. Aber ihr Gewehr 43 ist immer noch das Maß aller Dinge, ne? Das hier wird schneller, aber nee, das ist immer noch am besten. Ich will lieber das mit dem meisten Zoom, muss ich tatsächlich gestehen. Landminen soll ich mitnehmen. Die nehmen wir mal weg und nehmen lieber noch eine Landmine mit.
Ich habe sogar panzerbrechende Munition dabei gehabt. Stolpermine 2 Stück. Kann ich noch mehr? Ne, kann ich eh nicht. Dann. Oh, eine Errungenschaft. Das ist mein Gewehr. Ja, wieder was freigeschaltet. Gar nicht gemerkt, ey. Dann wollen wir das hier mal gucken, schon mal, wie das aussieht. Gehen Sie oben lang. Halten Sie nach Zielen Ausschau. Okay. Jetzt geht es kein Zurück. Kriegen Sie Schiss? Was? Ich und Schiss? Wohl kaum. Ich sehe eine Menge Arbeit für einen Heckenschützen. Gut. Tja, nice. Oha. Okay. Heißt das jetzt, der andere kann welche aufdecken? Oder kann ich mit dem, kann ich auf den wechseln und mit dem aufdecken? Das wäre ziemlich cool. Aber ich weiß nicht wie und ob und wann und wo und... Das werden wir aber auch erst alles herausfinden, nämlich in der neuen Aufnahme, weil ich nämlich jetzt an dieser Stelle einen Aufnahmestopp mache. Aber es geht für euch, für mich erst morgen oder so, für euch, wenn ich so auf die Uhr gucke, geht es gleich direkt weiter. Vielleicht mache ich die Folge auch von gerade noch ein bisschen länger, wer weiß, vielleicht mache ich ansonsten entweder bei der nächsten Folge oder gleich. Ich weiß noch nicht, wie ich schneide. Sehen wir uns wieder bei Sniper Elite 3. Und bis dahin sage ich Tschüss und bleibt ungesehen.